Hallo und willkommen zurück hier auf dem Zweisternhof. In der letzten Folge haben wir uns ja die Pferde gegönnt. Und dann habe ich gesagt, in der Zwischenzeit werde ich mir ein bisschen um die Pferde kümmern. Ich war jetzt mit drei von unseren Pferden unterwegs und bin jetzt hier gerade beim letzten Pferd. Bei der Inka beim Reiten. Ja, da müssen wir dann runter. Und dann haben sie eben ihren täglichen Ausritt haben sie gekriegt, damit sie auch im Wert dann steigen, damit man sie, ja, müssen wir mal schauen, ab wann das sich da am Preis was macht. Aber ich bin da zuversichtlich, ich habe mir gedacht, ich reite jetzt da unten mal ein wenig durch den Wald durch, zum gucken, wie da die Map eben gestaltet ist. Und wenn wir jetzt am Hof sind, wenn wir uns zum Händler begeben, da habe ich vorhin den Traktor hingestellt. Ich habe mit unserem John Deere das eine Feld eben oben noch gepflügt. Und damit wir eben die Helferkosten ein bisschen sparen. Und habe den Massey Ferguson habe ich runtergestellt zum Händler, dass wir uns die Sämaschine kaufen können. Weil die meisten Aufträge, die wir machen können für unsere Nachbarn, sind eben Säen oder Ernten und deswegen brauche ich da die Sämaschine, dass ich da ein paar Aufträge machen kann. So, dann springen wir da noch fix über den Zaun. Alle hopp. Und dann wären wir schon da. Hallo, wo bist du denn hin? Da ist die Inka, die müssen wir dann striegeln. Ups. So, und dann ist sie auch versorgt. Dann schauen wir nochmal 100% ausgeritten am heutigen Tag. Versorgt sind sie drüben. Das Einzige, was sie demnächst bräuchten, ist wahrscheinlich der Hafer. Aber da haben wir ja gesagt, pflanzen wir auf unserem einen Feld welchen an. Und dann springen wir einfach schnell zum Händler runter. Ich habe jetzt am Kredit soweit zwischenzeitlich zurückzahlt, aber wir brauchen ihn ja trotzdem. Damit wir jetzt auf unsere Felder was sehen können, brauchen wir eine Kreiselegge. Da würde ich die Kuhn nehmen, weil wir mit der Kuhn, nämlich in Verbindung mit unserer Sähtechnik, mit unserer Sämaschine hinten dann, die können wir zusammenhängen und können eben dann grubbern und säen gleichzeitig. Und für vorne nehmen wir den Tank noch mit. Und für die Unkrautbekämpfung habe ich mir gedacht, nehmen wir uns einfach die Spritze dazu. Da haben wir 21, da hätten wir zwar 24 Meter, 2200 Liter Tank. Aber ich glaube, am flexibelsten wären wir mit der Kuhn hier. Modmäßig habe ich zwar die hier, die hat dann 28 Meter, aber ist halt einfach aktuell noch fast ein bisschen zu teuer. Mit 36 Meter ist hier für die Karte fast schon überdimensioniert. Deswegen denke ich, sind wir mit der Kuhn hier ganz gut bedient. Ich würde dann den Zusatztank mitnehmen. Den können wir zwar an unserem John Deere nicht anbringen, weil der vorne keine Aufnahme hat. Aber mit unserem Massey Ferguson können wir ihn eben dann mit aufnehmen. Dann sind wir da, glaube ich, mit knappe 2900 Liter. Ja, 2800 Liter sind wir dann unterwegs. Genau, dann würde ich sagen, nehmen wir das Ganze einfach mal auf. Das ist jetzt die Spritze. Fangen wir hier vorne an. Dann machen wir zuerst hinten dann unsere Kreiselegge hin. Dann haben wir hier die Sämaschine mit dran. Und dann, so, dann müssen wir es glaube ich mit aufnehmen.
Da haben wir jetzt zum Beispiel schön gesehen an die Vorderräder, wie die blockiert haben. Das heißt, wir haben aktuell ziemlich viel Gewicht hinten drauf. Genau. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir da vorne den Tank noch zusätzlich mit dran haben. Dann sind wir da top bedient. Was jetzt natürlich noch nicht schlecht wäre, wäre Saatgut, ne? Dann nehmen wir uns jetzt noch welches mit. Ach, Big Packs. Mineralsaatgut Big Packs. Da kaufen wir. Wie viel nehmen wir denn? Wir kriegen 1, 2, sagen wir mal 3000 Liter. Ich kaufe jetzt ein paar mehr, weil ich die nachher mit unserem. Mit dem Ballenanhänger kann ich die ja zum Hof transportieren. Und dann sind wir da, glaube ich, ganz gut dabei. Schauen wir noch, flüssig Pflanzenschutz Düngertank 3200, Pflanzenschutz kostet 2400. Den wollen wir jetzt nur nicht brauchen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Düngertank nochmal. Und dann würde ich sagen, haben wir ja jede Menge dastehen, aber wir füllen jetzt mal unser Saatgut auf. Da kriegen wir doch noch mehr was rein. Genau, jetzt sind wir hier voll. Und dann bin ich mal so frei, dass wir hier gleich hochfahren. Und ich habe ja gesagt, ich möchte zwischendurch auch kürzere Folgen machen. Das wäre dann eine von den kürzeren Folgen. Fangen wir gleich beim Feld 13 an. Und bis zur nächsten Folge hole ich dann einfach die ganzen Paletten oder die Big Packs zu uns hoch. Deponiere sie dann bei uns in der Zwischenzeit und vielleicht kann ich dann schon ein paar Aufträge machen. Das wäre so der Plan, wie ich jetzt da erst einmal weitergehen würde. Eventuell halt noch einen zweiten Acker kaufen. Wobei zugeben muss, dass das Pflügen schon ja sehr mühselig ist. Wir müssen probieren, wenn wir hier an dem Bulldog jetzt noch statt der Kreiselecke, wenn wir da einen Tiefenloggerer hinbauen, dann könnte man theoretisch gleich direkt pflügen und ansehen in einem. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Muss ich mir aber überlegen. Das kommt noch auf. So, dann schalten wir die mal an. Genau, schauen wir es uns mal an von außen. Da können jetzt natürlich unsere Nachbarn staunen, wenn sie so Geräte rumfahren sehen. Ja, das funktioniert ja ganz gut mit der Breite, mit 4 Meter. Bloß mit dem Pflug, ich glaube 2,5 Meter hat der Pflug gehabt. Das ist schon, ja, arg mühselig. So, dann bringen wir einmal rum und dann werde ich das Ganze den Helfer erst einmal kurz machen lassen. Weil ich die Werkstatt auch bei uns auf dem Hof, die wollte ich nochmal zeigen. So, genau, hoch damit. Dann schicken wir unseren Kumpel mal los und wir steigen hier mal ein in der Zwischenzeit und fahren hier vorne hin. So, genau. Weil dann können wir hier das Menü öffnen. Das können wir hier gar nicht. Ja, den könnten wir reparieren, ja. Für 12 Euro wollen wir das auch machen. Dann müssen wir hier eben
den Frontlader mal abstellen in der Zwischenzeit. Wir können hier unseren Traktor konfigurieren. Das heißt, wir könnten jetzt vorne Gewichte anbringen. Wenn man die Gewichte einmal gekauft hat, meine ich, ist es so, weil wir können jetzt zum Beispiel den Frontlader für 0 Euro an- und abbauen und könnten dann hier uns die Gewichte dran bauen, dass wir zum Beispiel jetzt mit unserer Spritze zum Düngen eben vorne nicht aufschnappen. Oder hier die Pflegebereifung. Die könnte man drauf machen. Dass wir eben unser Feld nicht ganz so beschädigen. Unsere Früchte, die wir drauf haben. Genau, Zwillingsbereifung. Radgewicht brauchen wir jetzt nicht. Und eventuell die Motorausführung könnten wir ändern. Beim Pflügen, da war er doch sehr langsam. Aber ich glaube, das würde ich erst machen, wenn wir hier etwas von unseren 400.000, die wir als Kredit haben, zurückzahlt haben oder bis wir ein bisschen was selber auf der Seite haben. Und hier haben wir, wie gesagt, eben Spritzen das Ganze. Man kann sich zwar die Fahrzeuge mieten, aber das geht dann immer hier vom Preis mit ab. Und das würde ich gerne mit den eigenen Fahrzeugen machen. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob wir den reparieren müssen. 282, gut. Die Wartungskosten, die halten sich tatsächlich einigermaßen in Grenzen. Dann packen wir vorne unseren Frontlader wieder hin. Und würde sagen, ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit unseren Feldern, dass dann beide Felder angesät sind. Und werde Schaufel noch kaufen, dass wir dann bei den Pferde und hier unten bei den Hühner sauber machen können. Und dann sehen wir uns eigentlich auch schon in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für ihr immer fürs Reinschauen und würde mich über einen Kommentar oder Daumen nach oben freuen, mich natürlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.